Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu Empire of the Undergrowth. Heute aber nochmal ohne eure Kommentare, die ich vorher gelesen habe, denn zum Neujahr hin konnte ich da jetzt nicht noch länger drauf warten, sondern habe einige Folgen vorproduziert. Und nun ja, wir sind jetzt an dem Punkt hier gerade, dass wir auf jeden Fall uns Monster herbestellen können, die wir hier noch nicht hatten. Also Monster. Monster im Vergleich zu unseren Ameisen. Wir wollen ja so ein bisschen auch dadurch Nahrung sammeln und unseren Bereich hier noch mehr vergrößern. Wir haben nämlich noch nicht... Also wir haben zum Beispiel noch nicht einen Schwall zusätzlicher Arbeiter gebaut. Die würde ich gerne bauen, denn unsere Arbeiter kommen hier mit dem Bau fast gar nicht hinterher. Das heißt, je größer irgendwann das Nest wird, desto schwächer werden, ja, die Laufwege. Deshalb werden wir... Ah, haben wir hier oben gerade die Nahrung weggefischt. Holen uns die hier noch. Und deshalb werden wir jetzt versuchen, noch ein paar Arbeiter hinzuzugewinnen. Damit unsere Ameisen, ja, sich nicht überarbeiten. Maximum of Population haben wir damit erreicht. Aber updaten können wir trotzdem. Müssen wir hier unten auch. Und dann brauchen wir halt gleich Nahrung. Und deswegen werde ich uns Gegner holen, die uns ein bisschen Nahrung bieten. Denn wir wollen unseren Bau ja komplett machen. Und die hiesigen Arbeiter, das sind die gelben. Die FDP-Arbeiter. So. Auch wenn sie nicht gelb sind hier, sondern blau. So, und hier auch noch. Somit sind die Updates schon mal gefahren. Diese komischen Räume hier oben sind auch fertig. So, die Nahrung hier ist abgefarmt. Das heißt, die Nahkämpfer sammle ich mal hier und die Fernkämpfer hier. Und das Erste, was wir uns ranrufen, sind diese komischen Crabs. Echt, es wird eine abgeworfen. Our colony does need to exercise. Ja. Können wir die Nahrung nicht nehmen? Ach so. Okay, ich dachte erst, man könnte sie trotzdem als Nahrungsquelle verwenden. Das ist natürlich geschickt. Das heißt, man sollte Missionen spielen. Ja, okay, ich verstehe. So viel dazu. Machen wir ein Fragezeichen. Was passiert dann? Ach, das ist dann eine Art... Dinner time. Okay. Das ist also Zufallgenerator, glaube ich. Und das können wir dann komplett auswählen. Haben wir sonst noch irgendwo Nahrung hier im Feld? Nein. Ja gut, dann müssen wir mal kurz schauen. Wir haben hier nämlich Jelly Points. Wir können ein bisschen hier noch aufbessern. Unsere Königin vor allem. Das hat alles was damit zu tun, wenn sie um 75% Leben verliert. Und dann haben wir noch die Ameisen. Ich würde sagen, Self-Repair ist recht gut. Und hier wäre es dann Gift. Auch hier. Okay. Die können wir nicht entwickeln, die Mortar. Gut, was machen wir? Wir können eine Mission spielen, klar. Wir können Challenge Mode nochmal spielen, klar, natürlich.
Unser Pharmakarium ist derzeit auf Level 2. Ich habe das Gefühl, es gibt 10 Challenges im Modus dann. Was wir auch machen können, wir könnten die Alpha-Mission nochmal spielen, die ich damals Let's Played habe, die noch dabei sind. Und eine davon ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir da auch die Ameisengattungen haben, das hoffe ich. Deswegen speichern wir mal kurz und gehen ins Menü. Und dann zeige ich euch das mal. Wir haben hier Other Modes. Da haben wir auch im Übrigen die Info, es gibt ein Freeplay, da freue ich mich am meisten drauf, also Sandbox. Hier gibt es jetzt The Nest, Holdout, Surrounded und Critters. Wir können ja mal Holdout oder das Nest. Welche Demo war denn das? Ich glaube, es war The Nest. Und jetzt mal kurz gucken, haben wir hier die Wahl auf andere Ameisen oder können wir nur Kämpfer wählen? Weil die hat auch dieses Ding drauf. Ja, wir können ja mal schauen. Schicken wir doch einfach mal unsere Arbeiter los. Aber ich denke, wir können hier nur die Black Ant Nahkämpfer bauen und noch keine Fernkämpfer. Das ist natürlich schade. Und vor allem nehmen wir von der Nahrung in diesem Level auch nichts mit. Das heißt, ja, im Grunde ist dieses Level ein normaler Modus ohne Ziel für unser Pharmakarium. Aber es ist ein Modus, den vielleicht einige von euch noch nicht kennen. Denn wir sollen uns hier durcharbeiten. Wir sollen hier erstmal alles abgrasen. Dann gehen wir hier rein. Hier kommen Ameisen. Und es gibt irgendwann so eine Art Zeitbombe. Also, wir werden angegriffen. Hier mache ich jetzt mal was. So. Recht praktisch hier, weil hier können wir jetzt sagen, okay, die Nahrung wird jetzt in die Nahrungsfelder umrum wird sie eingebunden, muss kein weiter Weg gegangen werden. Kleiner Trick. Gut, wir wollen Kämpfer herbestellen. Das machen wir mal hier oben. Gut. Als nächstes geht's hier runter zu der Nahrung. Ich hoffe, das breacht hier nicht zu früh, denn dann haben wir einige Ameisen als Besucher, die wir nicht wollen. Nahrung würde mal bitte von den Arbeitern geholt werden. Eigentlich können auch die Kämpfer gleich mitmachen. Die da sind. Warum nicht? Ich versuche im Übrigen, euch ein paar Videos vor Neujahr zu bieten, aber ich habe sehr viel zu tun, auch privat. Und deswegen wird es da eher schwer für mich, halt Videos hochzuladen. Ich hoffe, das versteht ihr. Zum Neujahr dann hin. Ab Januar, Anfang Januar wird es dann wieder besser. Aber ihr kennt das ja, man hat da nicht ewig die Möglichkeiten, alles irgendwie zu timen. So, wir haben wieder ein bisschen Nahrung eingesammelt, können hier eigentlich jetzt auch 3 weitere Kämpfer produzieren. Schauen uns jetzt mal um. Hier sind auch Breach Walls, da kriegen wir noch Besuch, früher oder später. Hier können wir noch hin. Mal einen Doppelweg.
Okay. Möget ihr kämpfen. Und die Kelchen plätten. Sehr gut. Haben die Arbeiter schon gut mitgemacht? Die Nahrung, die hochgeschafft wird, investieren wir hier oben in Kämpfer. Und wenn wir hier die alle voll aufgebaut haben, dann können wir sie auch nach und nach leveln lassen. Das heißt, wir updaten die Hexfelder. Und das hier wird der nächste Arbeiterpool. Oder Kämpferpool, besser gesagt. Nee, Kämpfer, nicht Arbeiterpool. Kämpfer. Und zwar ein zweiter Trupp. Das hier oben wird sozusagen die Queen Guard. Und das hier wird der, ja, der sich in der Front stellt direkt. Wenn wir genug Nahrung überhaupt ranholen können dafür. Ein 100 schaffen wir bestimmt nicht mehr. Mit der Restnahrung. Das heißt, wir dürfen uns hier unten... Ah, hier können wir auch nicht rein. Wir können uns... Ja, eigentlich... Ah, hier können wir auch noch hin. Okay, Nahrung ist aufgelutscht. Kämpfer kommen jetzt mal hier hin. Hier haben wir wieder sehr, sehr viel Nahrung für unseren Ameisenbau, was hier hingebracht werden kann. Und gleich haben wir dann auch 100. Na kommt. Ach, ich habe den Wegpunkt. Ich dachte, ich hätte einen Wegpunkt gesetzt. Die Nahrung holt ihr jetzt im Großaufgebot hier mal ab. Und hier noch. Dann ist das vernünftig geordnet. So. Wir machen hier mal ein Speedway draus, also dass sie schneller hoch und runter laufen können. Ein bisschen Nahrung ist hier noch um. Die sollte dann nochmal abgeholt werden. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen mehr sogar. Schnappt euch die kleinen Samen, bevor wir hier den ersten Angriff starten müssen. Da warten nämlich einige Black Ants auf uns. Und hier unten kommen dann einige Feinde von den Seiten. Später dann. Das heißt, da müssen wir auch mal gucken. Ja, wie wir da so mit klarkommen werden. Da liegt doch ziemlich viel auf dem Haufen. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ist. Aber die beiden können wir noch updaten. Und den Rest halten wir erstmal, falls wir einige Kämpfer jetzt gleich verlieren, wenn wir selbst durchbrechen. Da kommt ein Arbeiter und öffnet das.
Oh. Ich hätte gedacht, wir sind etwas stärker als die. Problem. Ja, Problem. Aber jetzt haben wir sie. Okay. Sie waren doch etwas mehr als wir. Aber wir mussten den Kampf so führen. Holen uns jetzt direkt die Nahrung. Okay, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Wie hätten wir denn das anders timen müssen? Hätten wir in der Masse mehr produzieren müssen? Das ist jetzt ja etwas ärgerlich. Vor allem, weil sie unsere Queen jetzt angreifen. Kommen noch mehr von oben? Ich hoffe doch. Aber das Problem ist, hier kommt gleich noch mehr von unten. Ja. Ja, jetzt haben wir verloren. Gut, ja, soll ich sagen. Wir haben ja eigentlich das meiste aus der Nahrung raus. Ich glaube, ich hätte einfach auf mehr Masse gehen müssen und nicht auf die Updates. Na gut. Okay. Nicht schlimm. Also das hat mich jetzt etwas überrascht natürlich, dass es dann doch so schwer wurde. Aber okay. Versuche ich zum späteren Zeitpunkt nochmal. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe gedacht, wir packen das. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auch einen super Rutsch. Ich hoffe, ihr habt oder hattet super Weihnachtsfeiertage bis jetzt. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich versuche die Zeit für die Aufnahmen zu kriegen. Und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.